Das ist Max. Max ist 25 Jahre alt, Auszubildender und verdient 1.000 Euro brutto im Monat. Bis Max in Rente geht, wird es noch ungefähr 40 Jahre dauern. Um Rente zu erhalten, muss er in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Das macht er ab dem Tag, an dem er seine Arbeit begonnen hat. Wie funktioniert das eigentlich genau? Die Rentenkasse ist wie ein großes Sammelbecken. Hier fließen jeden Monat die Beiträge aller Arbeitnehmer und Arbeitgeber ein. Diese Beiträge werden nicht zurückgelegt, sondern direkt wieder an die derzeitigen Rentner ausbezahlt. Das legt der sogenannte Generationenvertrag fest. Wer heute Beiträge einzahlt, hat im Alter Anspruch darauf, dass die nächste Generation später auch die eigene Rente finanziert. Für Max fallen 18,6% seines Gehalts für die Rentenversicherung an. Das sind 186 Euro. Davon zahlt Max Arbeitgeber 93 Euro. Und die anderen 93 Euro übernimmt er selbst. Die Daten von Max sind auf einem Konto gespeichert. Hier steht zum Beispiel sein Bruttoverdienst, ob er Freiwilligendienst geleistet hat oder ob ihm Erziehungszeiten anerkannt wurden. Aus all diesen Daten ergibt sich am Ende dann die Höhe seiner Rente. Im Durchschnitt erhalten derzeit Männer in Bayern 1.141 Euro und Frauen 654 Euro Rente pro Monat. Von der monatlichen Rente werden dann noch die Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen. Achtung! Die Rente muss bei einem Rentenbeginn ab 2040 zu 100% versteuert werden. Haben 1962 noch 6 Arbeitnehmer einen Rentner durch ihre Beiträge unterstützt, sind es 2015 nur noch 2 Arbeitnehmer gewesen, die einen Rentner finanzieren. Für Max ist die gesetzliche Rente daher eher eine Basisversorgung. Er kann sich selbst um eine Zusatzversorgung kümmern, zum Beispiel durch betriebliche oder private Altersvorsorge. Das kann zum Beispiel der Kauf einer Immobilie sein oder der Abschluss eines Bausparvertrags. Zusätzlich will er sich über staatliche Fördermöglichkeiten, wie zum Beispiel die Riester-Rente, informieren.